Kompakte Armbrust ist perfekt für kurze Distanzen und für Indoor-Schießen. Das ist die Steambow Compact, obwohl die eigentlich Steambow Speed heißen sollte. Warum? Sechsmal Rabumsti Kabumsti in einer Geschwindigkeit, die absolut abartig ist. Dieses Ding ist der Einstieg in eine eigene Welt, nämlich in die Steambow-Welt. Wenn du wissen willst, wie du aus dem hier das machen kannst und aus dem hier das und warum sie so genial ist und warum du sie wahrscheinlich brauchst, wenn du das wissen willst, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, da ist sie, die Steambow Compact, und es ist mir eine Freude, die mir vorstellen zu dürfen und dir auch anbieten zu dürfen, aber alles der Reihe nach. Das Ding hat 6 Schuss, so wie alle anderen Steambow Stinger Armbrüste. Und das Schöne ist, es ist ein modulares System, das heißt, du kannst von der einen zur anderen wechseln, aber wenn du sagst, wovon sprichst du überhaupt, René, lass mal ein bisschen Zeit. Das heißt, du hast eine Magazinarmbrust hier, und das Magazin ist genau dasselbe Magazin wie eben bei der Technical, die ich schon einmal vorgestellt habe. Es ist halt so, dass dieses Teil hier einen ganz klaren Vorteil hat. Und zwar das schnelle Schießen. Ich glaube, du hast es selbst gesehen, es ist absolut abartig. Dieser kleine Hebel hier wird nach hinten gezogen, dadurch wird die Armbrust gespannt und dann lässt du hier los und das Ding geht automatisch nach vorne. Hier sind Federn eingebaut, verbaut, das hat Steambow wie immer, ich habe schon ein paar tausend Schuss damit gemacht, ideal ausgeführt. Und dann bist du direkt im Ziel und du bist, wie gesagt, sehr kompakt. Übrigens, keine Sorge hier, das hier, ich bin hier auf Waldurlaub.at, das ist eine Holzfällerhütte, die jetzt noch unrenoviert ist, aber mit der Zeit renoviert wird. Also keine Sorge, wenn ich hier herumfuchtle, es kann hier niemand vorbeikommen, es ist alles in Sicherheit hier. Ja? Also ich bin hier ganz allein. Und, bumm! Und das Schöne ist, du bleibst im Ziel, durchgestreckter Arm, linke Hand oder rechte Hand, kommt drauf an, eben ob du links oder rechts stärker bist, ziehst nach vor und bleibst im Ziel. Und das ist der ganz große Vorteil. Das heißt, du kannst das auch auf der Bewegung machen. Ja, das ist super. Und ich möchte gleich was dazu sagen. Die zwei sind miteinander kompatibel, wie man so schon sagt. Miteinander kompatibel. Ich habe schon in einem eigenen Video diese Tactical vorgestellt. Oben beim i-klicken oder unterhalb von dem Video direkt in meinen Shop. Und bei der ist es ja so, das ist eher so mit Schaft und Karabiner und allem cool und wunderbar. Und es geht auch super. Und da gibt es auch eine Schnellschuss. Variante oder Schnellspannvariante. Diese Schnellspannvariante bei der Compact brauche ich nicht, weil die einfach so gebaut ist, dass sie so schnell schießen kann. Wow, ich kann da einfach nur sagen, absolut wow. Wie gesagt, man kann die umbauen, aber dazu später. Was passt in diese Armbrust rein? Einerseits, wie wir es kennen, die Broadheads von Steambow, das heißt, auch die passen rein. Warum? Weil das Magazin dasselbe ist, auch der Unterteil ist dasselbe, also das ist ein modulares System, nur diese Spanneinrichtung ist hier an dieser Stelle eben dieses Zugsystem und nicht der Schaft. Dann natürlich die blauen Übungspfeile passen ohne weiteres rein und natürlich, wo sind sie? Die Botkins. Den musste ich jetzt noch holen, den habe ich vergessen, obwohl das einer der genialsten Pfeile ist, die ich überhaupt kenne. Die passen da alle rein. Das Magazin ist immer dasselbe, also das passt. Du kannst auch mit Speedloader arbeiten. Das gesamte System, so wie du es kennst, nämlich auch die Möglichkeit, eine Lampe oder einen Laser zu montieren. Das ist alles überhaupt kein Problem. Das ist alles gemacht und erdacht. Also wie gesagt, ganz locker laden, so wie man das kennen, mit Broadheads, mit Übungspfeilen oder eben ja, mit den Botkins. Ja, kann man auch gemixt laden, wie du siehst. Und das ist die Idee dahinter. Das Ding ist extrem leicht, extrem kompakt und wenn ich das jetzt so vergleichen darf in die Waffen, in die Schusswaffenwelt, dann würde ich sagen, dass dieses Ding hier ja, der Karabiner ist. Klar, die Tactical ist der Karabiner, das ist ganz klar. Und das hier ist die Pistole. Ja, schnelles Schießen. Auch natürlich bin ich viel, viel schneller. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich stelle mir das so vor, auf IPSC schießen, das ist eine Schießdisziplin im Schusswaffenbereich, ja? Wo man dynamisch schießt, das geht mit dem. Aber weißt du was, ich demonstriere es ganz einfach mal. Ja? Ich bin ja hier in einer alten Holzfällerhütte, jetzt noch ein bisschen Müllhalde, aber die wird renoviert. Und ja, auf Altolabaté haben wir ja unterschiedliche Sachen, Camping, ja, oder eben schöne, richtige, große Häuser oder Holzfällerhütten. Und das ist jetzt eine davon. Ich bin jetzt durch zwei Räume eigentlich gegangen.
Hier oben wäre eine Wand durch und hier ganz hinten steht das Ziel und ich glaube, dass es ideal ist, um zu zeigen, wie dynamisches Schießen geht. Übrigens, ich bin hier ganz allein, es kann niemand rauskommen, also ist alles gut. Ja? Keine Sorge, ich habe auf Sicherheit geachtet. So, 6 Pfeile geladen in dieser Compact und ich mag jetzt einfach mal so IPSC, das ist irgend so, ich habe da noch nie mitgemacht, aber ich habe mir ein paar Videos angeschaut und da wird auf Zeit gestoppt und was man trifft und das tun wir jetzt natürlich auch. Also, ich bin ready, 45 Grad nach oben. Ja. Düt, düt, düt. Jetzt geht's los! Fertig! Einfach der Blick so auf die Seite zeigt mir gleich, ob im Magazin noch was drin ist. Und das war's jetzt. Ich meine, ja klar, das war jetzt sehr dynamisch, funktioniert trotz alledem ganz gut. Nur damit du einfach auch siehst, wie weit ich hier weg war. Ja, und diese Steamboat-Scheibe hier, ja, die ist abgenagelt. Alles getroffen. Das heißt, ideal, auch für Indoor-Schießen. Muss man natürlich nicht unbedingt, aber Indoor-Schießen mit dem Ding, das macht richtig Spaß. Und natürlich die Frage, Reini, wie schaut es mit dem Speedloader aus? Überhaupt kein Problem. Du nimmst den Speedloader, gibst den rein, gibt es in 5 und 6 Variante, das ist jetzt die 5er Variante. Die ist mir persönlich auch etwas lieber, weil sie sich einfacher beim schnellen Schießen ins Magazin einbauen lässt. Aber es gibt auch die 6er Variante, so reinbauen, rausziehen und fertig. Aber weißt du was, wir machen mal einen Schusstest und zwar Botkin. Der Botkin Schwarze wird eingeladen. Habe ich übrigens ein Video gemacht am Bogensportkanal oben bei mir klicken. Auf weite Distanzen ist dieses Ding absolut genial, ja, weil du einen schönen Verlauf hast. Super. Ein Übungspfeil und dann eben den Broadhead. Wir laden nur 3, obwohl 6 gehen würden. Und davon schießen wir auf diesen Kürbis hier. Meine Frau freut sich, dass ich das Video jetzt endlich mache, denn dann kann man eigentlich super draus machen, also keine Sorge, der wird gegessen, weil auch da immer wieder Kritik kommt bei meinen Videos. Die Lebensmittel, auf die ich schieße, die werden nachher gegessen. Also schau mal her, Kürbis, schießen wir jetzt drauf. Ja, den werden wir da jetzt platzieren. Ja, das passt einmal ganz gut. Ich habe da mit dem Fenris drauf geschossen und da sind die Pfeile, die stecken da durch, Carbonpfeile, und da spanne ich den jetzt da ein. Ich hoffe, dass das alles gut funktioniert und dass ich da jetzt keinen Blödsinn mache. Ja, das schauen wir jetzt mal. Nämlich auch die Distanz. 1, 2, 3, 4 und ich habe große Schritte gemacht. Ja? 4 große reine Schritte. So, da ist er nun. Wie gesagt, geladen. Jetzt muss ich nur noch treffen. Es ist ja auch möglich, ein Leuchtpunktvisier drauf zu montieren, einen roten Laser. Ich schieße aber einfach nur mit Kimme und Korn. Und auch das geht wirklich recht gut. Du packst nur über Kimme und Korn draufhalten, zack, und du bist dabei. Das ist absolut super. Aber natürlich, wenn du einen roten Laser mit dabei hättest, wäre es dann noch einmal ein schönes Stück. Aber ist alles extra Zubehör, findest du unten den Link in meinen Shop. Über Kimme und Korn. Ich schieße jetzt nur über Kimme und Korn. Alle 3 getroffen bis jetzt. Hurra, habe ich ja Glück. Nämlich, hier sind sie, alle 3 ohne Probleme eingefahren, ja, ohne Probleme eingefahren in diesen netten Kürbis hier, also das funktioniert eindeutig. Jetzt bin ich mir sicher, dass es auch Leute gibt, die den Vergleich zur Tactical interessiert. Ich schieße jetzt nur mit dem Broadhead, ja, ich schieße jetzt wirklich nur mit dem Broadhead, weil ich glaube, das reicht dann schon von der Aussagekraft, ist absolut dieselbe Distanz. Spannen. Und mit dazu, jetzt bin ich gespannt. Da ist er reingefahren. Der ist durchgefahren. Muss man dazu sagen, dass der auch relativ weit unten war jetzt. Wenn wir noch einmal schießen, aber der ist durchgegangen. Aber ich mag gleich noch einmal den Test mit der Compact machen, auch noch einmal mit dem Broadhead. Ja, ich habe leider keine Botkins mehr, die sind momentan so vergriffen, absoluter Wahnsinn. Aber egal, schießen wir noch einmal. Jetzt bin ich gespannt. Also, man sieht, ich kann mit der Compact den Kürbis nicht komplett durchschießen. Es dringt zwar schön ein, ja, steht auch hinten, steht der Broadhead raus, aber es ist halt schon weniger Power als ja, bei der Tactical. Das ist einfach so, aber ich stecke trotzdem drin. Hurra! Dem muss natürlich klar sein, dass dieses System standardmäßig, so wie es ausgeliefert wird, einen 35 Pfund Bogen hat. Und ich weiß, dass es jetzt da den einen oder anderen hinter der Kamera und vielleicht bist auch hinter dem Bildschirm, meine ich, ja, reißt und sagt, na 35 Pfund. So ein Spielzeug. Es kommt nicht immer auf die
Power alleine an, gell? Man, natürlich, ist ganz klar. Das Ding ist aber auch für absolut kurze Distanz gedacht. Und da reichen die 35 Pfund absolut aus. Natürlich hast du auch die Möglichkeit, den stärkeren Bogen, den es bei der Compact gibt, ja, drauf zu montieren. Das ist klar. Haben wir auch gemacht. Funktioniert. Aber dann ist die Speed weg. Was meine ich damit? Schau mal her, der große Vorteil bei diesem Ding ist, dass du ausgestreckt hast und schießt und du bist sofort im Ziel. Das ist der Vorteil. Du bist extrem kompakt, extrem schnell, alle Möglichkeiten in alle Richtungen. Dass das seinen Preis hat, das ist klar. Aber genau, wenn ich jetzt wieder in den Schusswaffenbereich gehe, einfach so, eine 9mm Pistole, ja, hat auch nicht so viel Durchschlagskraft wie ein Panzer. So, weiß ich nicht, wie heißt das? 44mm Granate ist auch ein Unterschied. Und alles hat sein Einsatzgebiet. Das hier ist für kurze Distanzen, schnelles, dynamisches Schießen. Das hier ist für mittlere Distanzen. Ja, natürlich kann man da auch Indoor damit schießen. Ist überhaupt keine Frage, funktioniert natürlich auch. Ist aber nicht so führig. Obwohl das Ding absolut genial ist. Also ich empfehle es dir hundertprozentig. Dazu komme ich dann gleich. Es gibt nämlich ein Umbaukit, damit du beide Varianten gleichzeitig nutzen kannst. Oder fast gleichzeitig. Ja. Aber das ist schon etwas anderes. Muss natürlich du für dich selbst entscheiden, was die bessere Variante ist, aber ernsthaft möchte ich, ich bin gleich fertig. Es kommt nicht nur auf die Pfund, die oben drauf stehen, an. So wie es bei einem Auto auch nicht auf die PS allein drauf ankommt, sondern es kommt darauf an, was ich wo brauche. Schauen wir mal, wie du jetzt aus dem hier die Compact machen kannst und vice versa. Es ist natürlich so, dass viele die Tactical gekauft haben und sagen, ja, reine super, jetzt kann ich mir noch eine Armbrust kaufen. Kannst du natürlich. Aber wenn du eine Armbrust haben willst und hin und her switchen willst zwischen Tactical Compact, dann gibt es dieses Ersatzteil hier. Gibt es natürlich auch bei mir im Shop. Billigste Eigenwerbung. Ich gebe da unten den Link und schau es da an. Damit machst du aus dieser Tactical eine Compact. Es ist im Endeffekt nicht mehr. Das ist der dazugehörige Ersatzteil. So wird das Ganze hier nach hinten gezogen. Ja, so schaut dieses Teil aus. Und das ist es. Die Abzugseinheit, der Unterteil und natürlich auch das Magazin. Das bleibt gleich. Im Ersatzteil, in diesem Umbaukit ist natürlich nicht nur dieses Teil dabei, sondern auch der schwächere Bogen. Und ich sage absichtlich schwächer, aber es muss auch sein. Es ist wirklich meine Meinung, muss auch sein und das passt auch ganz genau für das es gedacht ist, nämlich auf ganz kurze Distanzen schießen. So, also das passt ideal. Du kannst natürlich jetzt auch hergehen und sagen, okay, ich möchte mit dem stärkeren Bogen von der Tactical schießen, mach das, ist eh okay. Und du kannst auch umgekehrt, wenn du eine Compact jetzt kaufst, ja, wenn du jetzt zum Beispiel bei uns eine Compact kaufst, ja, kannst du ein Umbaukit auf die Tactical. Und das ist das Schöne dabei. Also ich persönlich würde dir ja absolut raten, beide Teile daheim zu haben. Aber wenn du dich nicht entscheiden kannst und sagst, ich möchte es eigentlich einmal ausprobieren und ich bin mir nicht sicher und manchmal möchte ich am Schießplatz so schießen und daheim möchte ich aber so schießen, dann kauf dir die dazugehörigen Kits und bau dir deine Armbrust so zusammen, wie du es willst. Und das ist halt schon absolut genial, das modulare System von Steamboat. Und auch noch einmal ein Wort zum Zubehör. Da diese Compact ja grundsätzlich vom Design her und von den Möglichkeiten dasselbe ist wie die Tactical, passen natürlich alle Zubehörteile drauf. Du kannst vorne ein Leuchtpunktvisier montieren auf der vorderen Schiene. Du kannst dir die Universalhalterung holen, ja? Die hier, die kannst du dir holen und drauf montieren. Da passt dann ein Laser oder eben eine Lampe drauf. Du hast den Pfeilköcher, den du drauf montieren kannst, um eben ja, den Speedloader hier zu haben. Das ist alles überhaupt kein Thema. Du könntest theoretisch sogar, es gibt natürlich auch bei mir, das dazugehörige Zielfernrohr montieren auf dem Teil. Aber ich habe viel damit geschossen. Ich kann nur das sagen, ich habe wirklich, wirklich, wirklich viel mit dem Teil geschossen. Und ich kann da eines sagen. In dieser Variante, so wie es hier ist, ist das Ding ideal. Wenn du ein bisschen trainierst, wirst du mit Kimme und Korn ideal schießen. Vielleicht magst du noch den roten Laser, standardmäßig wird es ja ohne Laser ausgeliefert, aber du kannst da vielleicht den Laser mit einbauen, wenn du das magst. Ja, ist alles cool, ist alles in Ordnung. Das geht, das ist überhaupt kein Thema.
muss halt aufpassen, ob das bei dir daheim erlaubt ist. In Österreich ist das kein Problem, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden und herausfinden. Also wie gesagt, kann man hier den Laser montieren. Das wäre dann noch eine Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich habe den roten Laser. Aber eigentlich, auf die kurzen Distanzen, auf die dieses Teil wirkt und wirken soll, kann ich da nur eines sagen. Kimme und Korn ist absolut ausreichend. Was ich mir noch vorstellen könnte, ist vielleicht eine Taschenlampe, um bei Dunkelheit ja, dann noch einmal ein bisschen zu agieren. Aber im Endeffekt bis da wirklich gut bedient. Jetzt machen wir noch einmal ein bisschen dynamisches Schießen und zwar auf zwei Ziele. Einerseits hier in der Ecke und da drüben in der Ecke 6 Pfeile. Und damit du einfach siehst, dass du während du zwischen den Zielen hin und her pendelst, schon spannen kannst. Schneller geht wirklich nicht. Also, auf die Plätze, fertig, los! Ja, also ganz klar, eigentlich sollte das Ding Speed heißen. Sie ist zwar kompakt, sie ist leicht, sie ist absolut super. Kannst überall hinhängen, hinlegen und das fällt nicht auf im Gegensatz zu der anderen, die auch schon klein und kompakt ist. Aber das ist noch einmal ein Tick kompakter. Aber eigentlich ist es das Speed. Das Speed, das hier, das ist mit einer Armbrust, das ist ja wirklich eine komplett neue Art Armbrust zu denken. Und das Beste, ich sag's noch einmal. Mit dem System, das sich hier Steambo überlegt hat, dass ich aus einer Compact eine Tactical bauen kann und dass ich aus einer Tactical mit diesem Umbau-Kit hier eine Compact bauen kann. Ich muss da sagen, besser geht's einfach nicht. Machen wir noch ein Speed-Shooting, ja? Und zwar, ich habe hier hinten jetzt in einem anderen Raum die Scheibe an die Wand gestellt. Und ich schieße jetzt, ich springe jetzt immer hin und her, und zwar maximale Speed, ja? Und immer wieder die Scheibe zu treffen. Ob das sinnvoll ist, das spielt keine Rolle. Ich kann einfach in einer Geschwindigkeit, die atemberaubend ist, und das Schöne dabei. Also, ich spanne jetzt mal auf. Ja, ist jetzt eine gespannt. Wie gesagt, es kann hier nichts sein, kann hier niemand rein, ist alles gut. Ja, bin im Fall oder Partie in einem eigenen Holzfällerhütte. Ich darf das hier, also keine Sorge. An die Sicherheitsfanatiker ist da drüben. Und ich werde immer hin und her springen und die Scheibe nicht sehen und mein Bestes geben, okay? Auf die Leute, fertig, los! Einer war daneben, aber sonst habe ich getroffen. Und das macht richtig Spaß, also da kommt man auch ins Schwitzen. Also da sind jetzt einfach Dinge möglich, die sonst einfach mit einer anderen Armbrust nicht möglich sind. Und ich kann jetzt einhändig schießen. Ich mache das Spiel jetzt noch einmal. Ich sehe jetzt die Scheibe nicht, sie ist an derselben Position. Ich spanne jetzt da auf, gehe nach vor. Daneben! Das ist gar nicht so einfach. Und zwar in einer Speed. Und das geht es im Endeffekt dabei. Es ist die Speed. Den Spieltrieb kannst du jetzt, wenn du natürlich die dazugehörige Lokation hast, total ausleben. Können auch Frauen damit schießen? Ja, absolut. Auch meine Frau schafft das. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, aber es gibt einen einfachen Trick. Und zwar, sie wollte das immer so spannen, so. Und hat die Schusshand nicht ausgestreckt. Aber das ist wichtig, komplett ausstrecken. Denn wenn du da jetzt anziehst bei dem Bogen am Schluss, ist der maximale Widerstand. Das ist bei den Recurve-Bögen so. Und da muss man drüber. Das ist bei dieser Armbrust. Warte mal ganz kurz, ich will jetzt präzise schießen. Ja, Kim und Korn, das geht natürlich auch bei dem Ding. Dass du präzise schießt, ist das überhaupt kein Thema. Genau, das ist der Punkt. Das ist auch der Punkt, warum ich den stärkeren Wurfarm von der Tactical, den du hier montieren kannst ohne Probleme und das auch funktioniert, für Speed-Shooting nicht empfehlen kann. Schau, wenn es dir darum geht, herumzuspielen wie ich, nämlich schnell zu schießen, dann wirst du mit diesem kleineren oder schwächeren Bogen, einfach mehr Spaß haben. Das geht einfach viel, viel, viel besser, weil das letzte Stück ganz butterweich drüber geht. Das ist bei deinem stärkeren Bogen nicht der Fall. Und es wird auch einen Upgrade-Bogen geben, oder es gibt ihn ja auch schon, den 90 Pfunder. Das geht so gut wie überhaupt nicht. Also das macht keinen Sinn. Du kannst ihn einspannen, aber es macht einfach keinen Sinn bei der Compact. Die Compact sollte eigentlich Speed heißen, aber das ist ein anderes Thema. Gut, wie auch immer. Das bedeutet, wenn du mit links schießen willst, mit rechts schießen willst, wenn du auch nur einhändig schießen willst, weil das ist ja nämlich auch der nächste Punkt. Ne? Das heißt, ich habe aufgespannt und habe dann die Hand noch immer frei. Bei der Tactical ist das nicht so einfach. Das heißt, ich kann hier jetzt noch immer
irgendwas aufmache, zum Beispiel beim dynamischen Schießen beim IPSC. Ne? Das heißt, ich will jetzt hier zum Beispiel, ja, habe die Armbrust hier nach unten gezogen und möchte jetzt die Tür aufmachen, um in den Raum reinzuschauen, als Beispiel. Ja? Ist überhaupt kein Problem. Du siehst auch, wie kurz das Teil ist. Ja? Ohne, dass ich jetzt hier irgendeine Einschränkung habe. Ich habe sie vor der Brust, die ist absolut sicher. Sie zeigt nach unten, dass das natürlich nicht lustig ist, wenn man in den Parkettboden ein Loch reinschießt. Das ist klar, es geht natürlich. Und dann, wenn ich sie brauche, kann ich wieder in den Anschlag gehen, aber auch einhändig in den Anschlag gehen. Oder wie du eben gesehen hast, so seitlich vorbeischießen. Sie ist halt schon compact auch, das muss man schon sagen. Also compact oder Speed, schreib mal einen Kommentar, wie du diese Armbrust nennen würdest. Aber auf jeden Fall, eins kann ich da gleich dazu sagen, ist absolut genial. Ja, bringen wir es auf den Punkt. Das Ding ist absolut genial, schön kompakt und trotzdem massiv schnell. Ist absolut super. Und innerhalb der Stimco-Familie natürlich verortet. Das heißt, du kannst das Color-Kit hier drauf montieren. Du kannst das Zielfernrohr drauf montieren, was bei dir ziemlich sinnlos ist. Du kannst stärkeren Bogen drauf montieren. Du kannst natürlich auch das Griffstück vorne drauf montieren, wenn du das willst. Was ich hier aber nicht als sinnvoll erachte. Leuchtpunktvisier geht. Würde ich auch nicht tun, aber geht natürlich, wenn du das willst. Ja? Du kannst den Laser integrieren, nämlich den roten Laser hier oder den Lampenlaser auf der Seite, auch das geht natürlich. Stärkerer Bogen, dann den Pfeilköcher mit dem Speedloader dazu, Speedloader gehen, Color Kit, alle Pfeilarten, das ist einfach absolut genial. Absolut super. Und was wirklich das Beste ist, du kannst zwischen der Compact und der Tactical hin und her arbeiten, das heißt, du kannst sie umbauen, du kannst dir, ich würde sowieso beide kaufen, aber ist egal, ja, du kannst mal mit der Tactical einsteigen und das Compact Umbauset dazu kaufen oder vice versa. Das ist einfach eine super Sache. Und sie haben sich wieder übertroffen, denn das hier macht das Armbrustschießen so schnell und so kompakt und so dynamisch, wie ich es noch nie gesehen habe. Also es ist wirklich... Ha! Absolut genial. Also, wenn du so einen Teil haben willst, dann würde ich auf jeden Fall jetzt zugreifen, denn es ist wirklich so, dass die Nachfrage nach all den Teilen absolut enorm ist. Und es gibt mehr Käufer, als es überhaupt Ware gibt. Alle Händler, die Stimco im Sortiment haben und auch Stimco selbst, wir kommen alle gar nicht nach mit dem Liefern. Daher nicht warten, sondern starten. Denn du investierst hier in eine Plattform und ich bin mir sicher, dass Stimco noch die eine oder andere Innovation auf dieser Plattform hier bringen wird. Und dann hast du deinen Teil schon und kannst dir dann noch die Zusätze kaufen. Also ich würde einfach nicht warten, sondern starten. Daher den Link in meinen Shop, billige Eigenwerbung, wenn du das Teil kaufen willst. Nachfrage extrem hoch. First come, also der als erster kommt, kriegt auch zuerst serviert. Daher greif jetzt zu, damit du dann die Ware hast. Ist einfach so. Aber jetzt. Das Ding ist absolut genial. Link in meinen Shop gebe ich dir. Stimco, ihr habt das wie immer toll gemacht, toll gelöst und absolut geniale Sache. Zwei Videos zum Anschauen gebe ich dir auf der Seite. Abo da lassen, geh auch in meinen Shop und eine Sache noch. Ich danke, dass ich hier auf Waldurlaub.at die Holzfällerhütte, die jetzt noch roh ist, gibt übrigens schon eine, die komplett renoviert ist, nutzen durfte. Das ist großartig. Schau auch auf Waldurlaub.at vorbei, wenn du das magst. Es ist immer billige Eigenwerbung bei mir. Compact Rocks. Compact Rocks. Yeah.